Dann vielen Dank, Professor Thüringer. Ich darf nun jetzt unseren nächsten Referenten, den Kollegen Dr. Besgen aus Marburg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank fürs Kommen und auch vielen Dank, dass ich mich bereits im Vorfeld mit KI beschäftigt habe. Ich war überrascht über das Ergebnis eben. 96% waren bei unserem Beispiel gegen KI. Und obwohl KI ja noch so gute Erkennungsraten bei AMD hat, was sie schon in den letzten Jahren gezeigt haben. Und es war schwierig für mich. Letztes Jahr, da haben wir nach Referenten gesucht, da hat sich Herr Kollege Böhringer für Pro entschieden und ich habe gedacht, das wird schwer. Aber im Grunde genommen habe ich gesehen, in meinem tiefsten Inneren bin ich so wie Sie auch gegen KI. Obwohl ich im Grunde genommen ein, wie man so früher sagt, ein PC-Freak bin und im Grunde genommen die Hype im Moment ist von der KI, muss ich sagen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und schon früh hat auch die Künstliche Intelligenz Einzug in Hollywood gefunden und ich war, da war ich noch sehr klein, da kam dieser Film 1992 raus, wo es um Skynet ging. Kann man oben rechts lesen? Nee, das war zurückdrücken. Skynet ist eine AI-based Artificial Intelligence Network. Bei dem Film damals ging es darum, dass die KI abgeschaltet werden sollte, weil die Menschen nicht mehr wollten und dann die mit den Cyborgs einen Kampf gegen die Menschen gemacht haben. Die Maschinen letztendlich gesehen. Und ich sage Ihnen, und das denken Sie auch immer, keine Macht den Maschinen. Warum ist das so? Ich habe schon gerade gedacht, warum muss man auch einen Vortrag halten? 96% waren letztendlich gesehen gegen KI bei unserem Beispiel und für den Augenarzt habe ich gesagt, ach, sparen wir uns meine Argumente und gehen früher zum Mittagessen. Aber ich will trotzdem nochmal die Argumente bringen, die Sie alle bewogen haben, so schön abzustimmen. Die Frage ist, wie transparent wird KI? Ich finde überhaupt nicht. Gucken wir uns mal an, wer überhaupt die KI definiert, das sind die Leute, die in Silicon Valley sitzen. Bei Google, bei Alphabet, bei den ganzen Firmen. Und es sind sozusagen weiße Leute, so etwa mein Alter, sozusagen Sea of White Dudes, und die schreiben den Code für die Künstliche Intelligenz. Man sagt von solchen Sachen Techno-Libertären und die favorisieren den freien Markt. Man wird davon gemacht, wie sie aussehen. Man sieht auch, diese Leute repräsentieren nicht die Welt. Keine Frauen, keine Farben, nichts. Und die sollen dann definieren, wer sozusagen dann behandelt wird oder nicht behandelt wird. Ein weiteres Beispiel, ein Problem ist die Qualität. Wir haben auch bei unseren ganzen Geräten, wissen wir immer wieder, dass die Daten machen, eigene Formate verwenden. Der eine herstellt dieses Format, der andere dieses Format. Das ist natürlich beim Datenerheben, beim Mining sehr schwierig, dass diese proprietären Datenformate blockieren sozusagen den freien Zugriff. Und es ist auch so, die werden erstmal mit Daten trainiert, dann gehen teilweise mit sozusagen Leuten trainiert, Augenärzten oder normalen Ärzten, die sagen, da musst du diese Behandlung machen, da kommt diese sozusagen Diagnose raus. Es ist letztendlich so, dass die ganzen die KI nur so schlau ist wie seine Lehrer. Und es gibt auch ein Problem, ich habe mich auch viele Studien angeguckt, wo es um künstliche Intelligenz in der Augenerkundung der Retina geht. Da wird immer gesagt, ja, wir haben 500 Patienten untersucht und da waren 100 mit AMD, klassifizierte Grey, und da hat die KI 96% richtig rausgefischt. Ist ja alles so gut, aber was ist, wenn ein Patient kommt, der eine unbekannte Erkrankung hat? Die geben mir immer an, Probability Score für verschiedene Erkrankungen. Wenn irgendeine Erkrankung, Bild- und CT-Scan bei allen 30% hat, dann ist genau das Problem, was Sie hier stehen haben. Bei unbekannter Erkrankung wird eine sehr niedrige Unsicherheit angegeben. Das ist auch ein Problem von der KI. Ein weiteres Problem ist ein Coverage Bias. Das haben wir schon eben gehabt, bei dem Programmierer-Bias gehabt. Da haben wir nur diese jungen männlichen Weißen gehabt. Genau das gleiche bei der Patientengruppe. Das hat gezeigt, die Arbeitsgruppe von Obermeier hat gezeigt, dass bei sehr viel mit weißen Leuten trainiert wurde, die KI, haben sie im Grunde bei einer Therapie für Erkrankung nur 17% statt 26% der Patienten rausfischen können mit der KI. Das ist sogenannte Coverage-Bias. Ich habe auch ein bisschen so mitgebracht, der Algorithmus wurde sozusagen trainiert mit sozusagen einem anderen Datensatz von Bevölkerung, von Rasse, von Geschlecht, von Alter und von Vorerkrankung. Und dann wird der Algorithmus angewendet sozusagen auf eine Patientengruppe, die ein anderes Bild zeigt und schlägt dann sozusagen fehl und bringt ihnen schlechte Ergebnisse.
Ein weiteres Problem ist die Qualität. Man müsste ja meinen, die KI wird immer schlauer, immer besser. Sie bekommt immer mehr Datensätze, aber das verfälscht das Bild teilweise. Und das Problem ist, die KI wird immer dümmer. Und man kann hier sehen, man hat eine Arbeit gemacht und hat ChatGPT gefragt, zu zwei verschiedenen Zeiträumen im Verlauf, sozusagen, ob die Zahl 17.077 eine Primzahl ist. Und am Anfang war er relativ gut gewesen, im März 2023, und dann im Juni deutlich schlechter. Und auch die Ausführlichkeit der Darlegung war schlechter. Und das Gleiche war auch, wo sie gefragt haben, wie viele glückliche Nummern sind zwischen diesen beiden Zahlen. Die Frage ist, warum wird die KI dümmer? Und auch diese Arbeit von den Kollegen konnte nicht genau beantworten, warum es ist. Weil das ganze System letztendlich gesehen doch intransparent ist, die Algorithmen und die Trainingsdaten. Das heißt, wir haben eine schwankende Qualität, wo man nicht immer sagen kann, in 5 Jahren ist die KI so gut, dass sie auch die seltenen Erkrankungen erkennen kann. Ein weiteres Punkt ist die Ökologie. Wir haben durch die Kryptowährungen und durch den Bevölkerungszuwachs immer mehr Energieprobleme. Wir brauchen immer mehr Energie. Da habe ich mal Ihnen ein paar Zahlen gebracht, wie viel sozusagen unsere ChatGPT braucht. Die braucht also 586 Megawattstunden pro Tag. Das ist ganz viel. Und wenn das weiterhin so steigen wird, ist das im Jahre 2027 so viel wie das ganze Land Schweden. Und das muss ja irgendwo letztendlich gesehen herkommen. Die Energie, habe ich noch ein paar sozusagen Balken mitgebracht, wie die Energie steigen wird. Es kann auch sein, dass es, wenn die KI weiterhin Einzug nimmt, es noch stärker exponentiell steigt. Und hier kann man auch unten nochmal die ChatGPT ist ganz vorne und was weiß ich von 2022. Ein weiterer Faktor ist die Redundanz. Sie kennen alle immer wieder Ihre Geräte, die ausfallen und stellen sich mal vor, Sie haben eine große Augenambulanz und auch als Praxis, wo alle Bilder mit KI geguckt werden. Und das System sagt im Moment, something went wrong. Not available at this time. Please try later. Das passiert immer wieder, wir sehen es ja auch in den ganzen Nachrichten, die ich letztendlich mitgebracht habe. Und dann, stellen Sie mal vor, Sie haben einen Augenarzt, Praxis und Augenarztambulanz, die nicht mit KI funktioniert, die sozusagen mit dem netten Ärzteteam, ich habe jetzt unser Ärzteteam aus Marburg gemacht, da kann es nie sein, dass keiner da ist. Herr Professor Kunde weiß, es ist immer einer da. Und wenn es der Pilzkin ist oder wenn es die Kollegen sind, ne, selbst bei Corona waren manche Leute ausgefallen, aber es war immer einer da, der die Bilder angucken konnte. Das haben Sie bei KI nicht. Wenn die KI ausfällt, ist alles ausgefallen. Wir haben also keine gute Redundanz. Ist immer jemand verfügbar. Ein weiteres Problem ist der Datenschutz. Die Daten sind ja jetzt schon in der Cloud und mit der KI wird das noch viel stärker werden. Hier hat ja zum Beispiel bei der sozusagen Hackervereinigung Black Hat haben sie zum Beispiel gesagt, dass Millionen Daten von Patienten sozusagen, die Gesundheitsdaten im Netz sind, sind sozusagen bedroht, dass sie geleakt werden letztendlich. Und wenn wir KI nutzen, werden wir noch mehr Daten in die Cloud geben und es wird noch problematischer, diese ganze Situation, dass die Daten landen, wo sie nicht sollen. Nächstes Problem ist die Haftung. Da hat sich die EU bei dem EU-AI-Akt zusammengesetzt und gefragt, oder sie haben geklärt, wie ist überhaupt die Haftung bei der KI? Sie wissen, die Haftung ist ein ganz großes Problem. Und da habe ich immer jetzt genau diese Passage mitgebracht, sozusagen, wenn Opfer nachweisen können, dass jemand für die Nichteinhaltung einer bestimmten, für den Schaden relevanten Verpflichtung verantwortlich war und dass ein ursächlicher Zusammenhang mit der KI-Leistung vernünftig ermessen wahrscheinlich ist, kann die KI davon, kann das Gericht davon ausgehen, dass sie die Nichteinhaltung den Schaden verursacht hat. Das heißt, letztendlich ist es nichts anderes, als die KI haftet nicht, sondern der, der dafür verantwortlich ist. Das heißt, Sie tragen die Verantwortung für das, was die KI verbockt hat. Das möchte doch keiner von Ihnen, letztendlich gesehen. Weil die KI trägt die Verantwortung nicht. Das ist ein großes Problem. Das haben Sie in der EU auch, wie gesagt, schon so definiert. Ein weiteres Problem ist die Moral. Hat die KI überhaupt eine Moral? Das Problem ist ja auch, die KI geht ja immer weiter. Das heißt, Sie kriegen immer mehr Daten bei der Entscheidung. Wir haben jetzt dieses Beispiel gehabt, sollen die Patienten jetzt gespritzt oder nicht? Da werden immer mehr Daten eingehen. Da werden sozialmedizinische Aspekte angehen. Da werden volksmedizinische Aspekte angehen. Es gibt zwei Mechanismen, wie man sich letztendlich gerne entscheiden kann. Zum einen sozusagen durch die deontologische Ethik. Deontologisches Denken heißt, man möchte den Menschen helfen. Man guckt und manchmal, man tut alles machen, um den Menschen zu helfen. Und das andere ist der Konsequenzialismus oder der Utilitarismus. Das ist das andere. Das haben wir auch bei Corona gemerkt, bei der Triage. Ne? Die KI würde dann sagen, wenn sie die Daten hat, zum Beispiel, das ist auch wieder das tolle Problem, das ich eben beschrieben habe, das sozusagen in den 30ern beschrieben wurde, dass eine Bahn runterfährt und sie droht, 5 Leute umzubringen. Die Frage ist, wollen wir dann den Switch umstellen, dass nur einer stirbt? Das ist ein Problem letztendlich genau von Computern. Computer würde dann sagen, die KI würde sagen, wir schalten den Switch um. Wenn diese eine Person ein Kind ist, das noch ein Leben vor sich hat, und diese 5 Leute sind vielleicht alte Leute, die mit dem Leben abgeschlossen haben,
das sieht das nicht in dem Moment. Und das ist, was ich noch sagen möchte. Gib mal den Eltern und Kranken Vorzug über ein Kind. Wie ist der Einsatz von Ressourcen zur Reduktion zur Restlebenszeit? Spielen wir unseren Fall auf das Beispiel, was wir gehabt haben. Die Patientin bekommt eine Spritze. Stellen wir uns vor, die Patientin hat eine Gliose. Und die KI sagt, keine OP. Patient hat statistisch, weil sie Parkinson hat, weil sie dieses Medikament nimmt und weil sie von einer Entität ist aus Süditalien, statistisch die Wahrscheinlichkeit nur 3 Monate zu leben. Deswegen kriegt sie keine OP. Das ist Konsequenzismus, wenn sie immer alles nur von der Konsequenz aufrollen. Das macht die KI. Die KI hat kein deontologisches Denken, sondern sie sieht nur die Konsequenzen von dem Ganzen her. Und das ist die Frage, wie wird die KI entschieden? Ein großes Problem. Deswegen appelliere ich an Sie, wählen Sie kontra KI, sozusagen wählen Sie für das Augenarztteam und keine Macht in Maschinen. Vielen Dank fürs Zuhören.